Ja, hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu meiner ersten Folge hier mit dem geschmolzenen Kern für die Guide. Ist eigentlich fürs Forum gedacht, also nicht wundern, ist ein bisschen langweilig, denn mittlerweile kann ja wohl schon jeder den geschmolzenen Kern solo machen, außer die neue Variante natürlich jetzt für kurze Zeit. Was wir hier halten, oder was bringt es uns, das Ganze hier solo zu machen? Wenn ihr hier überhaupt noch nie drinnen wart, dann kriegt ihr für den Trash hier auch noch Ruf für die Hydraxianer. Das ist keine besondere Fraktion, ihr benötigt sie lediglich für das Achievement, also dass ihr die Hydraxianer auf Exalted bekommt. Dafür könnt ihr einfach den Trash killen in der ganzen Instanz. Der Trash gibt Ruf, bis ihr den Status respektvoll erreicht. Und danach kriegt ihr nur noch von den Bossen Ruf. Das könnt ihr ein bisschen beschleunigen nachher, wenn ihr bei den Bossen vorher mal die Schlachtstandarte aufstellt, also Standarte der Gilde zum Beispiel. Da kriegt ihr dann mehr Ruf, wenn ihr den Boss gerade tötet. Lohnt sich vor allem bei Ragnaros, weil der am meisten Ruf gibt von allen Bossen. Ansonsten kriegt ihr hier in der Instanz auch die Tier 1 Sets. Das heißt, für den Paladin wäre das das Set der Gerechtigkeit. Kann ich euch an dieser Stelle hier oben mal das Transmog-Video dazu einblenden. So, haben wir hier schon den ersten Boss. Sollte eigentlich zu gar keinen Fähigkeiten mehr kommen, weil er, glaube ich, One-Hit ist. War hier schon länger nicht mehr. Ja, natürlich, stirbt einfach instant. Und auch das stirbt alles instant. Können wir alles looten. Hier haben wir schon einen Teil, genau. Stiefel der Gerechtigkeit zum Beispiel. Das ist hier dieses gold-weiße Set. Aber wie gesagt, das Video dazu wird eingeblendet. Dann gehen wir hier weiter zum Magma da, der steht gleich hier hinten im Anschluss. Ihr müsst hier nicht unbedingt alles killen, aber wenn ihr Ruf braucht, braucht ihr auch diese Hunde nicht killen, die geben alle keinen Ruf, nur der Boss an sich gibt Ruf. Ansonsten die Pets gibt es natürlich hier auch zu erbeuten. Einmal eins von Magma da, wie gerade gesehen, die lodernde Rune. Dann gibt es hier noch von Sulfuron Herold, gibt es die, diesen Kernfeuerwichtel. Und das, glaube ich, war es auch schon mit den Pets. Ich muss hier nochmal nachsehen. Ne, Golemak, genau. Golemak droppt auch noch ein Pet. Das ist so ein Kern. Die Pets im Allgemeinen sind hier eher alle nicht sonderlich stark. Von dem her kann ich es auch nicht wirklich empfehlen, die Dinger zu farmen. Außer ihr wollt sie, weil es natürlich einen Erfolg dafür gibt. Wenn man alle Pets aus den Instanzen hat, das ist dieser hier. Muss ich kurz nachsehen. Tüp, 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 tüp. Oder was bei Sammeln? Genau, der hier war es. Oder? Ah ne, Blödsinn, das ist das mit den Katzen. Es gibt einfach schon viel zu viele Erfolge. Hier genau die erste mit Leine auf Schlachtzug gehen. Da braucht ihr einfach aus den alten Raid-Instanzen, sprich aus BWL, aus dem geschmolzenen Kern, also Blackwing Lair, also Wegschwingen Hort, glaube ich, ist auf Deutsch, ja. Dem geschmolzenen Kern und den Ruinen? Ne, Blödsinn, dem Tempel von Ankirai oder Ankiraj, je nachdem, kriegt ihr alle Pets für den Erfolg hier. Pets könnt ihr auch einfach euch traden lassen, dann kriegt ihr ihn selbstverständlich auch den Erfolg. Dann haben wir hier schon den nächsten Boss, Gehennas. Auch der droppt für uns Paladine wieder ein T1-Set-Teil. Auch hier gibt es wieder nichts dazu zu sagen, denn auch der stirbt wieder maximal in zwei Hits. Und droppt leider nichts für uns, ist aber auch nicht weiter wichtig. Haben wir die Sets alle schon. Ihr müsst auch vorher, wer hier generell noch überhaupt nie war, ihr müsst vorher alle Bosse in der kompletten Instanz killen, damit ihr hier in der Mitte den Endboss, also Ragnaros, an sich beschwört. Wer hier auch noch Gold farmen will, der kann hier diese geschmolzenen Zerstörer töten, das wäre hier einer von den Riesen. Ihr müsst aufpassen, da gibt es zwei verschiedene, einmal wie man hier sieht, den geschmolzenen Riesen und einmal den geschmolzenen Zerstörer. Nur die Zerstörer sind wichtig, diese droppen Blut des Berges, das kriegt ihr auch als, aus den Dunkeleisenvorkommen hier in der Instanz. Und das kann sich, das verkauft sich relativ gut, weil es immer noch genug Leute gibt, die das Legendary hier farmen. Hier haben wir den, oder gehen wir vorher zum Legendary weiter. Hier haben wir einmal einen Boss, das ist hier Gar. Der kann ein Legendary droppen, und zwar einen Teil davon. Und zwar ist das, glaube ich, die linke, oder besser gesagt eine der beiden Fesseln. Schau mal, in dem Fall wird er sie wahrscheinlich eh nicht dabei haben. Natürlich nicht. Der droppt die Fesseln des Donnersuchers. Wenn ihr beide davon habt, also eine droppt hier von Gar, die zweite kriegt ihr hier vorne von Baron Geron. Wenn ihr beide Fesseln davon habt, dann könnt ihr damit nach Silithus gehen. Da müsst ihr... warte mal, falsche Karte.
Darüber müssen wir. Falsche Karte, hier sind wir an. Dann müsste ich hier oben hin. Da findet sich dann ein netter Magier. Der gibt euch dann eine Quest. Dort müsst ihr dann diese verzauberten Elementium-Bahn erstellen. Da braucht ihr einmal das Elementium-Erz. Das droppt in Bechschwingenhort vom Trash. Und dann Feuerkerne und ein paar andere Materialien. Dann kann das ein Schmied verhüten. Das Rezept dazu gibt es auch im Bechschwingenhort. Und dann braucht ihr, glaube ich, 10 Bahn. Die Essenz von Ragnaros, also einfach einmal Ragnaros killen. Und könnt dann anschließend das legendäre Schwert Donnerzorn holen. Kennen natürlich eh schon 90% der Leute, von dem her ist es eh egal. Kriegt ihr eine Heldendart für, ansonsten ist es einfach nur Style, wenn ihr wieder irgendwo posen wollt in der Hauptstadt. Das hier wäre der zweite Boss für die Fessel. Auch hier gibt es nichts mehr zu beachten, weil er kommt ja sowieso zu nichts, wenn ihr Level 100 seid. Dann haben wir hier gleich Shasta direkt neben ihm. Auch der kann wieder nichts. Zwei Hits und tot ist er. Alle natürlich nach wie vor droppen Tier 1 Teile. Das ganze Tier 1 gibt es alles nur in dieser Instanz, also alle Teile droppen hier. Zusätzlich gibt es ja auch das Tier 2, jedoch nur die Hosen und die droppen von Ragnaros selbst. Von Ragnaros selbst gibt es natürlich auch ein Legendary. Da gibt es das Auge von Ragnaros. Da könnt ihr euch den legendären Zweihandkolben machen. Dazu müsst ihr einfach das Rezept für den Sulfuron-Hammer, das gibt es in den Schwarzfelstiefen von dem Zwerg, von dem Fraktionshändler für die Thorium-Bruderschaft. Ich könnte hier eigentlich gleich runterspringen. Da braucht ihr auch jede Menge Materialien, das war, was ich gesagt habe, da bräuchtet ihr das Blut des Berges dafür, deswegen kann man das immer noch relativ gut verkaufen. Meistens kostet es ja, zwischen 200 und 1500 G, je nachdem, auf was für einen Server ihr spielt. Und ihr braucht hier, wie ihr gerade gesehen habt, den Sulfuron-Block. Der droppt hier nur von diesem Boss. Ist aber im AH meistens übelst günstig drinnen. Ah, und wenn ihr die Materialien alle zusammen habt, dann könnt ihr in Schwarzfelstiefen selber, den müsst ihr am schwarzen Amboss schmieden, den Kolben. Könnt ihr den dann zusammenfügen. Und wenn ihr dann auch noch das Auge hier von Ragnaros gedroppt bekommen habt, dann könnt ihr das einfach auf den Hammer anwenden. Und schon habt ihr den legendären Zweihandkolben Sulfuras. Noch gut zu wissen ist, dass man die Waffen anlegen muss, um den Erfolg zu bekommen. Also ist ein bisschen blöd, sage ich. Früher, glaube ich, war es mal kurz anders. Ihr seht hier vom Trash droppen die T1-Teile für Gürtel und Armschienen. Das ist einfach random. Bei den Legendaries war es früher mal anders. Kurze Zeit nur, dass man sie nicht anlegen hat müssen. Jetzt muss man leider alle anlegen, damit das Achievement gewertet wird. Das heißt, könnt ihr keinen Zweihandkolben tragen und habt euch den Hammer gebaut, dann... Aber ich glaube, man kann mittlerweile das Auge nicht mal mehr verwenden, oder? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, man kann nicht mal mehr das Auge verwenden. Beziehungsweise bei den Fesseln ist es eh klar, da stehen sowieso schon Klassenbeschränkungen dabei. Beim Auge bin ich mir nur nicht sicher. Das hier war auch ein Boss. Merkt man natürlich alles nicht mehr. Erstens wegen der Skalierung von eurem Gear, weil euer Gear hier... So nach, ja, was heißt nach oben skaliert, euer Schaden wird einfach skaliert. Das heißt, ihr macht einfach bei weitem mehr Schaden. Wenn man hier schaut, ein 158k Richturteil. Wäre schön, wenn ich das auch zusammenbringen würde. In den neuen Dungeons. Oder Raids oder was auch immer. Das ganze, den ganzen Run hier zu beschleunigen, ist es gut, wenn man irgendwas hat, was die Mobility beschleunigt. Hier in dem Fall habe ich hier göttliche Geschwindigkeit des Lichts geskillt. Und natürlich, weil ich Ingenieur bin, Rocket Boots und den Gleiter. Das macht den ganzen Run gleich ein bisschen angenehmer und schneller. Weil das hier alles ziemlich weit auseinander liegt. Ihr seht, das ist hier ist der letzte Boss, den ihr besiegen müsst. Dieser spawnt erst, wenn ihr alle anderen Bosse besiegt habt bisher. Und... Auch der ist wieder kein Problem. Ein Hit, alles tot. Solltet ihr hier zu zweit drinnen sein, es existiert nach wie vor der Kistenbug. Das heißt, wenn ihr lootet und der Loot aufgeht, dann müsst ihr an der Kiste dranbleiben und nicht den Loot abbrechen, weil sonst kommt es vor, oder ist eigentlich immer so, dass der Loot dann nicht verteilt wird im Nachhinein. Kann sein, dass man ihn noch vom Postmeister kriegt, aber meistens ist es einfach verpackt. Das heißt, an der Kiste dranbleiben, warten, bis jeder gewürfelt hat, dann wird der Loot auch normal verteilt. Seht, mit dem Gleiter kann man hier richtig schön wieder zurück runterfliegen.
Denn wie gesagt, sobald Majordomus den Geist aufgibt, ihr habt es hier im Hintergrund gehört, dann hält er euch einen Vortrag und zieht sich zurück in die Heimatstätte. Oh, meine Nase läuft die ganze Zeit, Entschuldigung. Dann zieht er sich zurück hier in seine Heimstätte zu Ragnaros, wo er ihn beschwören wird. Das sehen wir hier in wenigen Sekunden, sobald ich darüber gelaufen bin. Ansonsten, ihr habt auch gesehen, hier droppt vom Trash diese Feuer- und Lavakerne. Die braucht ihr nicht nur, um die zwei Legendaries herzustellen. Nein, damit könnt ihr auch Ruf farmen bei der Thorium-Bruderschaft. Die versorgt euch mit jede Menge Rezepte, vor allem für Verzauberungskunst und Schmiedekunst. Vor allem bei Schmiedekunst sind viele Items dabei, die den einmaligen Skin haben. Wäre zum Beispiel der Nachtlauerer, glaube ich, heißt er, die Zweihandaxt. So eine, sieht aus wie Arkanitschnitter, nur in rot-orangelich. Lohnt sich also, kann man sich für ein paar Mock-Sets auf jeden Fall zusammensetzen. Auch würde sich lohnen, wenn man nicht so wie ich hier jeden Trash mal bluten würde, weil man hier auch eine hohe Chance hat auf die Bind on Equip Epics, die für 52 bis 60, glaube ich, droppen sind. Da wäre vor allem Debus, das Langschwert, das ist so ein Einhandschwert, ziemlich wertvoll, das kannst du nach wie vor für durchschnittlich Serverpreis von 20 bis 80.000 GmH verkaufen, ist natürlich dementsprechend selten, aber ich habe es jetzt, glaube ich, insgesamt schon zweimal aus Molten Core und einmal aus den Ruinen von Ankirei geplündert. Von dem her kann ich nur sagen, es lohnt sich. Um Ragnaros zu beschwören, müsste ich hier einfach mit Majordomus Executus reden, der führt dann das Ritual durch. Finde ich schade, dass gerade der Anfang nicht vertont ist. Das mittendrin ist vertont, aber der Anfang nicht. Da haben sie wieder gespart, wo es ging. Seht Ragnaros, den Feuerfürsten. Er, der schon uralt war, als eure Welt noch jung war. Dann neigt euch vor ihm, Sterbliche. Dann neigt euch vor eurem Untergang. Wow, das war nicht so schlau. Diese ungläubigen Sterblichen, mein Fürst, sie drangen in euer Allerheiligstes ein und trachteten danach, eure Geheimnisse zu stehlen. Ihr lasst es zu, dass sich diese Insekten im geheiligten Kern herumtreiben und nun führt ihr sie auch noch in meine Heimstätte. Ihr enttäuscht mich, Exekutos. In der Tat werde ich Gerechtigkeit walten lassen. So, dann geht's auch schon los mit dem Kampf. Auch dazu muss man eigentlich nichts erklären, weil er in 2-3 Hits liegt. Oder einem in dem Fall. Dann geht er auch schon down. Wie gesagt, hier... Achso, mein Inventar ist voll, egal. Hier droppen die T2-Hosen. Für... Das Tier 2 Set natürlich und auch ein hübscher Kettenkopf, den gibt es aber momentan auch vom geschmolzenen Kern. Jubiläumsevent für alle Klassen und alle Rüstungsarten. Ansonsten war's das, dann sage ich danke fürs Ansehen von dem Video. Ich hoffe, die Guide konnte euch helfen und sie war Entertainment gemäß hochwertig. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal bei der nächsten Guide wieder reinschaut. Bis dahin, haut rein, ciao. Escaping. I've been trapped in the mind of a boy in a spaceship, set free and